Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute mal wieder in Freiburg beim Europaparkstadion. Bundesliga steht mal wieder an. 26. Spieltag. Der Sportclub aus Freiburg empfängt heute den ungeschlagenen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Ja, beide Mannschaften haben unter der Woche Europa League gespielt und die Ergebnisse hätten eigentlich nicht unterschiedlicher sein können. Freiburg mit einer absoluten Reise in London. Hier gibt es nochmal den Vlog dazu, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Tut immer noch sehr, sehr weh. War eine sehr schöne Europa League-Reise, die zu Ende gegangen ist. Und Leverkusen mit 2 Treffern in der Nachspielzeit haben das Spiel gegen Karabakh gedreht. Unglaublich interessant. Leverkusen, wie gesagt, schon ungeschlagen in der Saison. Für Freiburg geht es nochmal darum, irgendwie den Anschluss an die Europa League-Plätze zu bekommen. Und Leverkusen natürlich klar im Titelrennen drin. Wir fragen jetzt mal ein bisschen die Fans, was sie so denken, wie das heute ausgehen wird. Und dann geht es schon in 2 Stunden los mit dem 26. Spieltag. Auch cool heute vorm Spiel gegen Leverkusen gibt es so eine kleine Pre-Game-Show von 11 Team Sports. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was gewinnen, wenn du hier so einen Slalom-Parcours machst auf Zeit. Ja, leider verletzt, sonst hätte ich jetzt natürlich so die Skills unter Beweis gestellt. Der hat mal höher gespielt. Ist, glaube ich, Linksfuß, wie man sieht. So, wir haben den ersten Freiburg-Supporter getroffen. Was sagst du, was wird's heute? Ich sag, es wird ein 2-2 Nachspielzeitausgleich. Nachspielzeitausgleich? Ja. Wer macht den Ausgleich? Wer führt Höhler. Dann? Höhler. Und die anderen Tore? Das andere Grifo-Elfmeter. Immer gut. Perfekt. Danke dir. Danke. Also Aufstellungen sollten auch jeden Moment draußen sein. Ich bin nicht ganz so optimistisch nach dem 0-5 gegen West Ham, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen Punkt mitnehmen. Leverkusen ist so eine Übermannschaft. Das Problem ist, du kannst dich gegen Leverkusen auch nicht hinten reinstellen. Die sind so kreativ mit den Außenspielern Frimpong und Grimaldo. Da haben sie so einen Schick in der Mitte und einen Wirtz, der einfach noch zaubert. Ich hoffe, dass wir irgendwie ein 2-2 mitnehmen. Tor durch Michael Gregoric mit dem Eisenschädel, wie immer. Und ich glaube, heute gibt es noch eine Standardsituation. Matthias Ginter ist heute wieder dabei. Und dann irgendwie zu einem 2-2 ringen. Und ich sag auch, je länger Freiburg die Null hält, desto wichtiger ist es und desto wahrscheinlicher ist auch ein Sieg. Wenn Leverkusen ein frühes 1-0 macht, dann war es das und dann gehen wir wieder baden. Leider. So, wir haben 2 Leverkusen-Fans am Start. Was sagt ihr? Was wird es heute? Wie geht das Ding aus? 3-1 Auswärtssieg. 3-1-Sieg? Was sagst du? Ich sag ein knappes 1-0. Und wer macht die Buden? Eigentor Freiburg. Oh. So. Wer macht das Eigentor? Das überlasse ich dir. Okay, aber okay. Ich sag zweimal Schick, einmal Wirtz. Und okay. Bei Freiburg Eigentor von Leverkusen. Perfekt, vielen Dank. Danke euch. Bitte. Ciao, ciao. Also Plätze heute wie damals in der Schule, letzte Reihe. Aber Freiburg im Stadion ist es so schwer mittlerweile an Karten zu kommen. Ich bin jetzt endlich auch Mitglied, ich habe den Mitgliedsantrag endlich durch. Aber gegen Leverkusen, Top-Spiel, will man natürlich sehen. Aber Plätze sind natürlich trotzdem gut. Im Freiburg-Stadion siehst du trotzdem alles. Jetzt noch eine Stunde bis zum Anpfiff und die Südtribüne in Freiburg ist schon wieder komplett da. Ich habe sie vermisst. Jetzt 2 Wochen nicht hier gewesen. Auswärtsspiel in Bochum konnte ich leider nicht mitnehmen. Ich freue mich auf die Stimmung heute im Stadion. Zum ersten Mal heute auch wieder mit Tageslicht. Leider das Wetter nicht so geil. Ja, Wetter ist okay. So ein klassisches Fritz-Walter-Wetter, so leichter Regen. Ich als Fußballer habe es geliebt. Es ist frisch, Jacke, Übergangsjacke reicht. Ich glaube, dass es heute unglaublich wild wird, das Spiel. Ich glaube, irgendwas ganz, ganz Verrücktes wird passieren. Ich will jetzt gar keinen Call machen, weil es so verrückt wird, dass man es gar nicht checken wird. Ist tatsächlich auch das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Dann wird es erstmal 2 Wochen leider keine Stadion-Vlogs geben. Aber ich habe auch coole Sachen geplant für den April. DFB-Pokal-Halbfinale werde ich schauen, dass ich hoffentlich bei beiden Spielen dabei bin. Ich will auch eine Madrid-Reise machen am 9. und 10. April, beide Madrid-Champions-League-Spiele mitnehmen. Da weiß ich aber nicht, wie ich an Karten kommen soll. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie man an Karten kommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich glaube, jetzt gibt es auch eine lange Rote. Und dann sollten auch schon die Aufstellungen draußen sein. Freunde, eigentlich immer die lange Rote am Start, aber wir testen jetzt mal die Mergés. Und wir machen heute ein soziales Experiment, soziales Stadion-Experiment. No End Gaming wäre stolz. Aufstellungen sind jetzt draußen. Christian Streich hat fast gar nichts gewechselt. Eigentlich der einzige Wechsel, den es gibt. Eggestein wegen der 5. gelben Karte raus. Davon mehr den Röhl ins Zentrum. Ich finde Röhl im Zentrum immer richtig geil. Er ist komplett am Acker, 99 Ausdauer. Hohe Arbeitsraten nach vorne, nach hinten.
Ich hätte mir Gregor gewünscht in der Startelf und auch Sildia fand ich jetzt echt schwach gegen West Ham. Schwachstelle gewesen in meinen Augen. Da hätte ich Kübi wieder gerne gesehen. Lienert auf der Bank, der wird bestimmt auch sein Comeback vielleicht heute geben und vielleicht dann gegen Leipzig nach der Länderspielpause von Anfang an. Wird sehr geil. Gegen Leipzig wird es natürlich auch wieder einen Startelfblock geben, freue ich mich auch schon. Bei Leverkusen, Locek drin. Einzige Schwachstelle. Ich hoffe, dass der Mann einfach ein bisschen wenig nach vorne macht. Adli finde ich stark, sonst aber mit der absoluten Top-Besetzung. Leverkusen am Start, Grimaldo, Frimpong und Co. Also richtiges Brett, was Xabi Alonso hier aufbietet. Man sagt sie gerade, die U19 vom SC gestern ins DFB-Pokalfinale eingezogen gegen Schalke. Da bin ich mal gespannt. Von der Oberliga ins Finale. So ein DFB-Pokal der Junioren. Jan Sturm war echt ein richtig, richtig starker Spieler mit Berker Yilmaz. Also der Nachwuchs beim SCF ist auf jeden Fall da. Leon Czatak mit der neuen auch ein Weltspieler. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Jungs performen in der zweiten Mannschaft und dann auch in der ersten Mannschaft. Die Leverkusener sind am Start, Tabellenführer, ungeschlagen in allen Wettbewerben. Und tatsächlich der Leverkusen-Block auch schon echt gut gesetzt und gut am Stimmung machen. Wir haben tatsächlich vom Stadion noch einen weiteren Leverkusen-Fan gefragt, was er denkt, wie es ausgeht. Und der Mann hat etwas gesagt, was ich nie gehört habe. Er meinte, dass er in seinem Leben noch nie ein Spiel getippt hat. Ich habe ihm gesagt, es ist kein Tipico oder so, wir wollen nur den Ergebnistipp hören. Und er meinte, ja, aber glaube, mache ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Doch richtig interessant zu sehen, ob Xabi Alonso halt am Ende der Saison verlängert, ob er bei Leverkusen weiterhin als Trainer treu bleibt, wie es mit den ganzen Starspielern aussieht, die jetzt unglaublich in Form sind, Grimaldo, Frimpong, Wirtz, ob Leverkusen wirklich das, was sie sich aufgebaut haben, halten können und langjährig auch Konkurrent werden können für die Bundesliga. Ich würde es auf jeden Fall wünschen und ich finde es echt geil, dass jetzt auch mal eine andere Mannschaft da vorne steht. Und ich spiele halt einfach geilen Fußball. Es ist halt einfach verdient, Xabi Alonso, Welttrainer, Weltmannschaft. Bernhard Weiß, der Trainer von der 19, gibt es hier noch ein Interview, war tatsächlich auch ein Trainer von mir in der Jugend und es ist ein absoluter Macher. Nicht nur unglaublich lustiger, sondern auch ein echt kompetenter Trainer und sehr, sehr sympathischer Mensch. Andrich auch auf der Bank, im Zentrum der Chaka und Palacios bei Leverkusen, Borja Iglesias, Teller. Also auch so eine Kaderbreite zu haben, ist halt auch ein absoluter Luxus. Merkt euch meine Worte, Piero Hincapié rutscht aus in der 16. Minute. Und irgendwie läuft einer durch und macht das Tor. Ich muss ehrlich sagen, ich werde von Minute zu Minute confidenter gerade fürs Spiel. Gregoric wird kein Tor machen, jetzt mal auf der Bank. Ich ersetze einfach meinen Gregal-Tor durch ein Lupi-Höhler-Tor. Nach dem Hincapié-Ausrutscher. Ja, lang die Null halten hinten. Und dann wird das was. Dann holen wir heute einen Punkt, vielleicht sogar die ersten drei Punkte gegen Leverkusen. Jetzt in der Box ist halt, oh mein Gott.
frühes 1-0, ich hab's gesagt, und das ist halt der Hof. Ja, frühes 1-0, Leverkusen. Ich hab's gejinxt, das ist meiner. Aber der klasse Tor von Wirtz, also wie er da aufzieht, in der Box ihm so viel Zeit zu lassen, ist halt wieder verteidigt wie im Kindergarten leider. Aber ihr hört die Stimmung, hier ist nichts vorbei, auch wenn ich glaube, dass dieses 1-0 wirklich bricht. Oh, Doan. Oh, jetzt mit Höhler. Und steck ihn nochmal. Doan, 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 Doan! Oh, ist das stark. Geil, 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 geil. Also unglaublich wichtig, dass der schnelle Ausgleichstreffer kommt. Doan, Höhler, richtig, richtig geile Aktion. Wie Höhler da sich frei läuft in dem Zwischenraum. Ich hab's noch gecallt. Doan, geiler Ball. Und dann den Stecker, glaubt durch die Beine durch. Und der Abschluss ist natürlich Weltklasse. Und Freiburg ist da, Stadion ist da, Stimmung ist geil. 1-1, wichtig. Oh, ah, geh vor. Egal. Doan wieder außen. Ja, geh vorbei. Oh, geh vor. Ah ja, gegen Tim Pong lauf, der hast halt keine Chance, Bro. Also wir zum Grimaldo sind halt wirklich technisch solche Zauberer. Und dann noch in Kombination mit so einem Chaka als Leader, es ist einfach eine Weltklasse-Truppe. Aber Freiburg kennt richtig gut mit, viele Balleroberungen. Gute Konterchancen. Wenn Höhler mal einen Skispann aus dem Schuh nehmen würde, könnte man ihn noch besser ausspielen. Oh, sehr geil abgelegt von Grifo. Ja, Günther, nimm dir mal ein Herz. Ist okay, schieß mal. Oh, Merlin, Merlin! Oh, ich dachte, er ist drin. Oh mein Gott, nein! Handball wie Bayern damals in Freiburg, um den 16er rum, und es wird halt nicht auf Dauer gut gehen. Oieiei, Sevilla, das weiß ich, sah für mich nach einem Foul aus, aber falls nicht, gut verteidigt. Das ist ein Foul, er gibt auch keinen Foul. Jetzt hat er aber eine sehr, sehr lange Leine gerade, Mr. Referee. Merlin. Ja, geh mal ran. Da den Ball verliert mit so weh. Aber sie kümmert das Ding zurückgeholt. Das ist ein Foul. Ja, vielleicht auch taktisch, gell? Ich hab's gecallt. Standardsituation: Ginter über die Stirn rutschen. Grifo, seine Standards kam in letzter Zeit nicht so gut. Vielleicht jetzt mal. Oh, der ist nicht schlecht. Zweiter Ball. Also erste Halbzeit, erste Hälfte, erste Halbzeit ist jetzt vorbei und Freiburg ist immer besser drin. Also die gewinnen da wirklich richtig viele Duelle im Mittelfeld, haben geile Konterspots. Wenn sie die noch ein bisschen besser ausgespielt bekommen, dann wird das richtig gefährlich. Ja, wenn Leverkusen Ball hat, spielen sie halt immer Handball, sind da immer sehr, sehr dominant und die werden dann auch die ein oder andere gefährliche Flanke reinschlagen und das muss halt verteidigt werden. Aber sonst gefällt mir Freiburg extrem stark, vor allem Doan macht ein Weltspiel. Gegen Gulde, das ist halt auch echt, ja, ich habe nie was gesagt, er ist der Beste. 5000 Fans mit dem Fahrrad heute am Start, wer zählt das? Sitzt da jemand und zählt jedes einzelne Fahrrad Richtung Stadion oder wie läuft das ab? So, jetzt mal wieder eine gute Kontermöglichkeit, Höhl in der Mitte, Höhl auch, zwei große, oh, Ecke, nee, holt er noch. Kurze
Bayern-Flashbacks gehabt bei dem Sevilla-Einwurf, aber jetzt laufen wir in Konter rein und schaut mal, Frimpong, wie schnell. Oh je, gegen Gulde. Sehr super verteidigt von Günther. Boah, der war zu stark. Boah, stark verteidigt. Super, von Salai war das Nähe von Höhler. Und da ist er halt, das ist, deswegen spielt er. Und jetzt schau mal, Sevilla ist durch. Und Rehm ist dabei. Oh mein Gott. Oh, das ist schlecht, oder? Berlin, schieß mal! Nein! Was passiert hier bitte? Und jetzt auf der anderen Seite der Konter für morgen. Oh, aber Gulde macht es heute wirklich klasse! Oh, oh, auf den 3 Defender! Oh, Artu, Artu, Artu! Nein, nein, ist das schlecht! Boah, eigentlich geiler Ball. Söhe gegen Frimpong. Ui, ja, Merlin. Sehr schön. Ja, bring ihn. Super. Geh vom. Ei, doch nicht. Alles gut. Nichts gesagt. Das war die erste Halbzeit. Leverkusen 2-1 vorne. Aber Ngegu. Ja, vor der ersten Halbzeit ist vorbei. Leverkusen kurz vor Halbzeit dann nochmal das Tor gemacht. Noah geht einfach nicht confident genug entgegen. Geht da ein bisschen mit Angst raus und dann muss Logic nur noch das Ding einschieben. Und ja, ich habe ihn vorm Spiel gefrontet, aber den hätte ich auch selber reingemacht. Sonst, Freiburg gefällt mir, machen ein gutes Spiel. Vor allem auch Grifo und Günther da über die Außen kämpfen richtig gegen Frimpong und Co. Sildia ist schwach. Doan Weltspiel, Höhler. Ackert gegen den Ball, mit Ball, das ist schwach. Salah ist auch gut dabei. Da fehlt aber einfach nochmal so ein bisschen die letzten Aktionen, die letzte Klarheit. Defensiv halt sehr, sehr tief und kann sein, dass da mal eine Flanke auf Schicks Kopf geschlagen wird, die gefährlich wird. Ja, 100% Passanalyse. So, zweite Halbzeit geht los, 2-1 Leverkusen, alles noch drin. Kein Wechsel auf Sportclub-Seite. Schleichwimmer erst ab der 80. Oh, der Chipper ist perfekt von Grimaldo. In der Ecke. Hier kommt der SS, hier kommt, hier kommt, hier kommt der SS. Oh, Salé. Ja, das ist so schön aufgezogen. Hattu? Doan gegen 2, er ist halt immer alleine. Ne? Schön gespielt, hier auf. Ja, steck ihn. Höhler, fehlt aber halt die Durchsetzungskraft. Ne? Oh mein Gott, Schick nach Frimpong-Flanke. Ah, oh, wie er den reingescheppert hat. Aber ihr seht's, ne? Oh Gott. Ja, also so ein Bambustor, Pfosten, Pfosten, rutscht da über die Picke. Frimpong mit der Flanke. Ja, Noah ohne Chancen, kann er nichts machen. Also unglaublich ärgerliches Tor, Frimpong außen gut durch, bringt den Ball dann rein und Schick hält die Pike hin. Und Arthur ohne Chancen, irgendwas zu machen. Noah ist da chancenlos, Innenposten, Innenposten, ganz kurios. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, das ist halt direkt mal der Bruch. Und für die Köpfe ist das gar nicht mal so gut. 3-1, gegen Tabellenführer hinten, tut schon wieder weh. Vom Leverkusen-Block höre ich bisher eher weniger. Liegt natürlich auch daran, dass wir viel näher der Südtribüne sind. Aber ein bisschen mehr geht das auch noch. Jetzt vielleicht mal Günther Flanke. Oh ja, Röhl. Kriegt ihr nicht aufs Tor. Schade. Aber eine gute Aktion von beiden hier. Oh, hier Frimpong, das war nichts, ne? Aber Doan hat auch nicht. Grimaldo. Boah, fast das 4-1. Eier wechselt jetzt nur Freiburg. Muslia, ist das Lina? Ebenfalls nicht mehr im Spiel. Philipp ist back. Matthias. Und Gregor ist drin. Freut mich, dass Lina sein Comeback gibt, Mann. Sehr schön. Sehr was? Das ist ganz, ganz leise gerade. Boah, schau mal. Ja, diese Bewegungen, die sind halt echt klasse. Wirtz ist so ein krasser Kicker.
jetzt seine in der Box. Wow. Also das ist ganz große Klasse, was das für ein Kicker ist. Wir wollen doch die EM. Boah, eigentlich gute Möglichkeit gerade gewesen. Schieß mal mit dem Linken. Sportclub Freiburg, wohin? Was passiert da? Also in Leverkusen in der Kurve auf jeden Fall beste Stimmung beim 3-1, verständlich. Aber auch die Freiburger, egal wie es geht, immer am Supporten. Stimmung im Stadion ist mal wieder Liebe, jetzt vielleicht mal muss wir. Warum? Also die erste Hälfte von der Halbzeit, von der zweiten ist jetzt auch vorbei und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so eine starke Mannschaft hier im Europaparkstadion gesehen. Wie ballsicher Leverkusen ist, wie sie den Ball laufen lassen, die individuelle Qualität von den einzelnen Spielern, also die stehen wirklich zurecht da, wo sie stehen. Und das wird nichts mehr für Freiburg. 3-1, das ist jetzt 75. Minute, Grimaldo nochmal mit einer riesen Möglichkeit, der Freistoß. Das kracht, aber die Mannschaft ist halt einfach drüber. Die ist einfach drüber. Also das ist die perfekte Freistoßposition für den Linksfuß. Grimaldo wird jetzt seine Freistoßskills zeigen. Oh, aber Mausch. Aber der wäre natürlich stark gekommen, sieht man auch direkt an der Flugkurve. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Schon mal Doan, jetzt macht man wirklich Tempo. Aber Grimaldo auch natürlich noch mit viel Power unterwegs und einfach schneller als Doan hier, aber der hat auch keine Körner mehr, das merkt man. Grimaldo hat die Körner noch. Wurde nur eingewechselt in der Euroleague. Kreativ, wie die das zocken und wie, also wirklich, dieses Leverkusen wird deutscher Meister. Und Gulde gewinnt den Ball und doch. Ah, zum Glück jetzt mal. Den Sprint machst du gerade umsonst, Flo. Für die Mannschaft. Oh, super Ball, muss Lea. Oh, Nachschuss. Hey! Und auf einmal Leben wieder. Und wer natürlich? Janik Keitel. Also, wow. Richtig wichtig, Freiburg mit dem Anschlusstreffer. Richtig gutes Tor da gewesen. Muss ja Weltball drauf. Es ist Keitel dann sehr gut eingelaufen. Nachschuss drinnen. Werden nochmal richtig intensive 10 Spielminuten gegen Ende mit Nachspielzeit. Andrich jetzt nochmal für Logic. Also Leverkusen will doch schon mal ein bisschen defensiver safen. Und Freiburg nochmal alles nach vorne werfen. Haben nichts zu verlieren. Spiel zu gewinnen. Beim Tschüss ein Tor. Wenn er den jetzt auf den Langen schlägt, ja. Oh, das hast du schon gesehen. Oh mein Gott, Schlange. Arthur, seht dir, pass auf. Ja, auf dem zweiten auch wieder gefährlich, ne? Oh, Gold ist da. Oh ne. Schön verwirrt verloren. Wirklich nochmal unglaublich eng, irgendwie ein Lucky Punch. Boah, irgendwie ein zweiter Ball. Muss wieder, zünd mal ein. Gregal in der Mitte. Schön. Doan. Nein, der Keng. Ich auch nicht verstehe, jetzt gehen auch schon wieder ein paar aus dem Stadion. Es ist noch ein, zwei Minuten zu spielen. Für was gehst du ins Stadion? Wenn du vor Ende, wenn du 3-2 für die Hälfte spielst, das Stadion verlässt, um vielleicht 5 Minuten nicht im Stau zu stehen. Oh ja, der ist gut. Der ist nicht gut. Der ist wieder gut. Degerl in der Mitte irgendwie. Nochmal ein langer Einwurf. Ja, kommt er da vorbei. Und rein in die Box, Christian. Hol was.
hier auf der langen Ecke. Letzter Eckball vielleicht. Letzte Chance auf den Ausgleich. Alle vorne, sogar Atubolo ist dabei. Musia mit der Ecke. Oh mein Gott! Hulde kriegt ihn nochmal über den Schlappen, aber knapp drüber. Das tut so weh, das wäre es gewesen. Hilfe. Mal sehen, ob er hier noch laufen lässt. Nachspielzeit muss jetzt jede Sekunde vorbei sein. Vielleicht kriegt Freiburg noch einen allerletzten Angriff. Dann muss es jetzt aber schnell nach vorne gehen. Nur noch vor zu Digger. Ja, die kam nur auf ihn. Oh, Höfler hat doch keine Angst. Und jetzt. Und er wird abpfeifen. Und Leverkusen holt 3 Punkte in Freiburg. Leider. Ohne Punkte für den Sportclub, aber wie die Jungs gekämpft haben, war Wahnsinn. Die Jubelszenen von den Leverkusen haben sein gegönnt. Unglaublich starke Leistung, auch von den Rängen. War natürlich schwierig, aber an meinem Platz da viel mitzubekommen, aber bin positiv überrascht. Ja, Freunde, am Ende gewinnt Leverkusen 3-2 und man muss sagen, dass es overall, glaube ich, verdient war. Die Mannschaft, die ist in meinen Augen schon, also die stärkste Mannschaft, die ich bisher dieses Jahr live gesehen habe im Stadion. Das war wirklich unglaublich beeindruckend. Freiburg trotzdem richtig geiles Spiel gemacht. Also die haben gekämpft bis zur letzten Sekunde. Gulde hat ja dann nochmal die Möglichkeit, wo er ihn über den Schädel rutschen lässt. 3-3 wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein gewesen, aber, ja, sagt man glaube ich so, machst du nichts. Das heißt jetzt erstmal Länderspielpause, Kräfte tanken, Körner tanken. Ganz wichtig waren intensive Wochen für die Freiburger und auch für die anderen Mannschaften, die international gespielt haben. Und dann heißt Gladbach, Leipzig und Co. nochmal Punkte sammeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert gerne, was ich besser machen kann oder was euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.